Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Motor. Entschuldigung. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir fahren heute Rivalenrennen. Warum das? Weil wir am Montag schon eine Sonderfolge hatten. Mit einer XXL-Folge, mit einem NASCAR Racing über 20 Runden. Falls ihr das sehen möchtet, wie ich da gewonnen oder verloren habe, wer weiß das schon so genau. Schaut doch mal rein, am Montag war das. Und heute fahren wir mit dem Lamborghini Huracan SDO über Hakon. Hakone? Hakone heißt das, ja? Hakone. Hakone? Weiß ich nicht. Nee, weißt du nicht? Nee. Warum nicht? Einfach so. Ich muss ja nicht alles wissen. So. Die Karre. Was ist denn? Okay. Sie ist sehr eigenwillig, dieses Vehikel. Ein sehr eigenwilliges Vehikel. Hallo? Ab und zu, wenn ich das Spiel neu starte, ruckelt es ein wenig. Gehen wir mal nach außen. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. So, gucken. Also wir sind, wie gesagt, ich bin die Strecke noch nicht gefahren mit dem Auto. Also wir sind noch auf dem letzten Platz gestartet. In der Weltrangliste von, ich weiß nicht wie viel tausend, die schon gefahren sind hier. Und hier fährt man ja bei Rivalen nur gegen andere Spielergeister, die aber nicht physisch auf dieser Strecke unterwegs sind. Man fährt eigentlich quasi nur gegen die Zeit. Und kann hier das Bestmögliche aus seiner Fahrskill rausholen. Aus seiner Fahrskill. Zeig nochmal von der Seite. Komm, Rob, komm. Und los. Und zack. Sehr gut. Der ist sehr, sehr weich. Der Wagen. Sehr gut. Oh shit.
Jetzt. Und das. Sehr schön. Jetzt einfach Gas. Einfach Gas. Ups, man müsste auch schalten. So, wir gehen wieder nach innen. Haben wir ein besseres Gefühl fürs Auto. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Schon. Und Gas, komm, hopp, hopp. Sobald du ein bisschen auf die Bremse gehst und längst dabei, geht der ab wie Schmitz Katze auf der Heckpartie. Und dann schiebt über die Vorderachse. Das ist scheiße. Das ist nicht so optimal. Ist er? Ein bisschen gelenkt. Und gebremst dabei. Und schon ist er weg. Und wenn du zu viel Gas gibst, schiebt er einfach nur noch über die Vorderachse und lenkt nicht mal mehr richtig. So. Den haben wir mal sowas in der Tasche. Kurven verkacken, hat er uns wieder eingeholt. Das ist halt mein großes Problem, was ich immer noch habe. Dass ich die Kurven nicht richtig nehme. Dass ich das einfach nicht im Gefühl habe. Ich weiß nicht warum. Ich das einfach nicht in meinen schönen Schädel, meine ich. Naja, immerhin. Okay, und rum. Wir müssen es ja nicht übertreiben. Jetzt wollte schon wieder mit dem Arsch kommen. Ach, shit.
Hört doch mal. Uhuhuhu. So, gehen wir dann nach außen. Ist vielleicht auch für euch ein bisschen interessanter, was von außen zu sehen, als immer nur von innen. Es war geplant. Ich habe nicht ablenken lassen. Von was anderem? Nein, nein. Würde ich nie tun. Kann man den eigentlich tunen? Ja, gell? Kann man. Muss ich mal ganz kurz nach innen gehen. Achso, geht nicht. Das gibt's hier nicht. Weil es hier keine Abnutzungen gibt. Kann das sein, dass es dann auch keine Anzeige gibt? Muss ich das Auto verhält? Ich gebe ein bisschen mehr Druck auf der Hinterachse hätte. Dass der mir nicht immer so weghält. Aber wir können ja mal was gucken. Wir fahren das Rennen, fahren wir jetzt nochmal mit dir. Und dann gehen wir mal kurz gucken, ob wir uns irgendwo bei irgendjemandem das Setup klauen können. Denn normalerweise kann man sich auch das Setup von den Leuten dann ausborgen und gucken, ob man damit besser fährt. So, okay. Dann probieren wir das doch mal aus. Gehen auf Rennen beenden. Ja, cool. Ja, ja. 1,22 ist mal. Okay. Cool. Da gehen wir hier raus. Und gucken mal die besten Liste an. Na komm. So, wir sind auf 9000 sind wir runter. Ja, das ist doch schon mal gut. Von 22 auf 9000. Das ist doch schon mal was. So, nein, wir wollen ihn nur mieten. Und da dürfen wir das nicht. Ach, fuck. Ach, scheiße. Okay, warte. Gucken, ob wir das hier drüber machen können. Ach, das geht auch hier drüber. Tuning holen. Geil. Und als Rivalen. Als Trainingsgeist. Okay, Abbruch. Nö, wir fahren gegen unseren normalen Rivalen. 1,16 ist der gefahren. 1,16. Das ist schon mal eine Ansage, 1,16. Mal gucken, ob das sich hier besser fährt. Ich würde sagen, nein. Nach dem ersten Blick.
Aber das hat ja noch zu heißen. Kann ja auch sein, dass ich einfach gerade scheiße gefahren bin. Halt immer scheiße. Hab ich so das Gefühl. Deswegen drehen die Räder durch und deswegen komme ich auch nicht um diese scheiß Kurve rum. Okay. Schon besser. Sehr geil. Aber sowas für verschalten. Mann, ey. Konzentrier dich. Fuck you. Ah. Ist doch zum Kotzen. In den letzten zwei Kurven nochmal richtig verkackt. Scheiße. Der schiebt vollkommen über die Vorderreifen. Das wollte ich mal wissen. Mal richtig voll bremsen und nicht nur so lasch. Vielleicht bringt das was? Ich glaube nicht. Weil dann blockieren ja die Reifen erst recht. Eigentlich ist ja das sanfte Anbremsen viel besser, oder nicht? Zu schalten. Ach Mann, ey. Was für ein Sack. Ich hätte die erste, die zweite Runde, meine ich, nicht verkacken dürfen. Ah, ah, ah. Hm.
Wieso hängt der so viel besser in der Kurve? Was mache ich falsch? Habe ich zu viel Gas oder... Ich verstehe es nicht. Bloß eine Runde noch. Mann. Was mache ich falsch? Was ist es? Versteh's nicht. Eine Runde noch, komm. Hab ich gesagt gehabt, oder? Okay, okay, das wird gar nicht. Okay, dann hören wir halt auf. Wir haben es nicht verbessert, nein. 9443. Na gut. Und mit dieser herben Enttäuschung gehen wir zurück ins Studio. Nein, damit bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dahin euch eine wunderschöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Gonrock. Bye, bye.